Ahoi, liebe Camper-Nation, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Wir wollen ein bisschen sauber machen und das heißt dann nicht unser Fahrzeug, sondern den Teddy. Genau, der wird heute weggebracht vom Stellplatz Prajus. Fahren wir mal weg. Genau. Und bringen den einfach mal nach Hause, damit er schön von innen gereinigt werden kann. Außerdem muss er noch zur Dichtigkeitsprüfung, also nach einem Jahr ist das dann auch erforderlich. Genau. Denkt da immer dran. Und das gibt es alles jetzt. Hoffentlich in diesem Video, vielleicht auch Informationen zur Dichtigkeitsprüfung. Das wissen wir aber noch mal nicht. Mal gucken. Oh je, Leute, wir sind hier gerade dabei, das Video zu schneiden, was wir gestern gedreht haben. Und alter Falter, die Szenen sind am Anfang richtig grottig. Wir wissen auch nicht, was da los ist. Die Kamera hat gesponnen. Also bleibt bitte dran, das wird besser. Die Kamera funktioniert dann. Und dafür, die so lange dranbleiben, danke. Dafür gibt es einen Daumen von uns für euch rauf. Und ja, jetzt springen wir mal zu dem eigentlichen Video. Uiuiui. Ja, angekommen sind wir jetzt nun mal hier bei uns zu Hause wieder und als erstes gucken wir uns erstmal den Wassertank an, denn wir wollen ja hier eine Reinigung machen, das heißt Wasserhygiene, um die geht es und natürlich auch um die Oberflächenreinigung und so weiter. Was wir auch gut finden ist, das haben wir nämlich von Iris und Uwe, wir benutzen alles biologische Reiniger, da wollen wir halt mal gucken, dass wir so wenig wie möglich an Chemie einsetzen. Erstmal die Serviceöffnung auf. Und damit ihr das auch besser sehen könnt, ob denn da was drin ist oder nicht, werden wir da mal mit der Kamera reinfilmen. Ich werde da gleich nochmal die Hand reinsetzen. Man sieht das Silber-Ionen-Sieb hier. Und ja, aber soweit sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Ja, hinten in der Ecke vielleicht so ein bisschen was, das muss man uns nochmal genauer angucken. Aber die Zitronensäure sollte uns da auch helfen. Man konnte es dann doch, glaube ich, ganz gut sehen. Wir haben hinten in der Ecke so ein paar Ablagerungen. Die werden wir jetzt einmal rauswischen, damit die auf jeden Fall raus sind. Ich benutze dafür jetzt erstmal so ein bisschen Essigessenz. Das Ganze nur dünn, also nicht so viel. Ne? Und dann werden wir das Ganze nochmal auswischen mit dem Lappen und gucken, wie es dann aussieht, ob es besser wird. Und den Rest sollte dann die Zitronensäure auf jeden Fall auch bringen. So. Das Problem ist natürlich, da hinten immer reinzukommen. Aber das kriegen wir schon hin. Wenn ich jetzt schon hier dabei bin, dann wische ich gleich alles natürlich auch aus. Aber da weiter rein, müsste da noch ein bisschen weiter rein. Also dazu braucht man auf jeden Fall dünne Arme. Oder Jacke aus. Oder Jacke aus, habe ich mir auch gerade so gedacht. Mal gucken. Das Auswischen hat auf jeden Fall gut was gebracht. Wir blenden euch dann mal ein Vorher-Nachher-Bild ein. Und ja, da ja natürlich dieser Deckel hier, der hat so eine, ja, so eine Gummidichtung, die werden wir auch nochmal abwischen. Ich mache das jetzt hier mit dem Lappen, den ich jetzt hier eben auch noch hatte. Und dann nehmen wir den hier nochmal raus und spülen das hinterher wieder schön ab. Hier drin ist es natürlich wärmer, dafür natürlich auch dunkler. Wir haben das jetzt so gemacht, damit das Licht nicht so viel hin und her flackert oder die Kamera. Ja, wir reinigen den Tank dann mit Zitronensäure. Das heißt, wir haben ganz normales Zitronengranulat gekauft im Internet natürlich. Mit warmem Wasser sollte man das Ganze auflösen. Wir haben jetzt gesagt, wir nutzen auch 12 Esslöffel voll. Die haue ich da jetzt rein. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel Kannen wir so brauchen. Ich sag mal so mindestens 3 wahrscheinlich, weil wir auch den Boiler auch nochmal schön durchlaufen lassen wollen. Und damit natürlich auch die ganzen ja, Brausen und so weiter alle schön entkalken wollen. Das zeigen wir euch aber gleich. Natürlich haben wir vorhin noch das Silber-Ionen-Sieb rausgenommen, logischerweise. Der Deckel ist wieder gereinigt, mit klarem Wasser abgespült und wir haben ihn wieder draufgesetzt. So, jetzt haben wir noch die Mischung, die wir ja eben angerührt haben. Die hauen wir da jetzt rein. Das Ganze machen wir erstmal mit 20 Liter. Wir gucken mal, ob das reicht. Denn der Wasserboiler, der muss ja auch befüllt werden. Also daran sollte man auch denken, dass der auch schön mit entkalkt wird und natürlich damit auch etwas gereinigt wird. Ja, also kommt das Zeug dann mal hier drin.
So, als erstes lassen wir erstmal den Boiler wieder volllaufen. Der ist natürlich komplett leer. Das heißt, der befüllt sich jetzt hier. Und dann stellen wir oben an der Truma-Heizung, stellen wir dann auf Eco, dass der mal ein bisschen warm wird. Also, dass das dementsprechend dann auch alles ein bisschen freiläuft. Jo, kommt schon das erste Wasser, aber das dauert alles. Also, so wirklich ist es natürlich noch nicht da. Und dann kommen wir zur Reinigung der Tanks, Abläufe, Gullis, wie auch immer. Das zeigen wir euch gleich. Einmal die Heizung jetzt natürlich auf Eco gestellt, so dass die dann anfängt zu laufen. Ja, und dann fangen wir im Prinzip schon mal an mit den, wir haben so, ja, Correga-Tabs sozusagen fürs Gebiss eigentlich. Da packen wir jetzt ein paar in die Abflüsse rein und auch die Toilette darf ein paar bekommen. Denn was hygienisch reinmacht, sollte ja kein Problem sein. Wir haben 2 Stück davon, also jeweils 30 Stück, und ich packe das überall in die ganzen Abflüsse ein bisschen rein. So kann das dann überall ein bisschen wirken. Auch hier unten haben wir noch welche. Und so, der Rest vom Schützenfest kommt dann da rein. Und dann das Ganze ein bisschen mit warmem Wasser aufgießen. Da habe ich mir schon vorher eine Kanne fertig gemacht. So brauche ich überall nur so ein bisschen zum Auflösen. Das warme Wasser reinpacken und dann kann das erstmal ziehen. Auch die Toilette darf schäumen. Den Tipp mit diesen Gebissreinigern, den haben wir natürlich von Iris und Uwes und Iris und Uwes Womo-Welt. Das Video davon werden wir euch ganz am Ende verlinken. Und natürlich wollen wir original copyrightmäßig ja im Grünen sein, denn die Hauptidee, die kam natürlich von Helle von Ursi und Helle. Ich guck nach. Womo-Reisen mit Spaß. Und ja, wir gucken mal, ob das bei uns auch funktioniert. Wir hätten natürlich auch bei Iris und Uwe nachfragen können, aber wir wollen einfach mal selbst erleben, wie viel Spaß man mit Gebissreiniger haben kann. So, zum Thema Entkalken kommen wir natürlich auch. Wir lassen das Ganze jetzt ab aus allen Waschbecken und dann heißt das im Prinzip immer mal wieder wechseln. Das heißt, ich fange bei warm an, lass erstmal warm ein bisschen laufen. Wir haben das Wasser ja warm gemacht und dann nochmal zu kalt hin. Denn wir wollen ja auch die kalten Wasserleitungen, wollen wir ja auch durchlaufen lassen, so dass die schön entkalkt sind. Und dass auch die ganzen Brausen und so weiter wieder anständig funktionieren. Denn das Fahrzeug kommt ja, ist ja doch sehr oft im Betrieb und wird im Jahr sehr, sehr viel benutzt. Also ich denke mal, da meine Eltern bestimmt, ich würde mal sagen, so 150 Tage locker im Jahr unterwegs sind, ist das natürlich logischerweise auch ein bisschen intensiver und man sollte auch öfter mal reinigen. So, alles was zur Wasserhygiene erstmal dazugehört, haben wir erstmal getan. Nämlich das muss jetzt alles schön erstmal einwirken, damit auch die Zitronensäure schön wirken kann und auch entkalken kann. Das heißt mindestens mal eine Stunde. Ich denke mal, wir haben jetzt noch viele andere Sachen hier zu tun, nämlich auch die Betten und so weiter. Das wird natürlich alles vernünftig erstmal ausgebaut bzw. rausgenommen, dann schön gewaschen. Und dann heißt das hier natürlich auch noch alles reinigen. Und das machen wir jetzt in dieser Zeit. So, jetzt werden wir noch kurz vorher den Wassertank einmal komplett voll machen. Dann ist der im Wassertank zwar verdünnt, die Zitronensäure, aber die Leitungen sind noch unverdünnt und somit sollte es da keine Probleme geben. Ich sag mal, Wassermarsch! Wie man hört, da kommt das Wasser. Wäre schön, wenn das immer alles so reibungslos geht auf Befehl. So, 2 Dinge habe ich jetzt hier in der Hand. Einmal Gummipflege. Und dann natürlich ein Lappen. Ein Finn. Das sind doch Lappen. Ein Lappen, ja. Also, das heißt, wir reinigen erstmal einmal vorweg. Das ist nämlich schon mal ganz gut, dass man den groben Dreck erstmal wegnimmt. Und dann werden wir mit der Gummipflege da dran gehen. Ihr kennt das alle. Da ist so ein Gummipropfen drauf. Und dann muss man das, glaube ich, erstmal ein paar Mal drücken.
selber erstmal gucken. Ah ja, da kommt es auch dann schon. Und dann braucht man einfach nur mal rübergehen, dass die Gummis auch alle wieder schön gepflegt sind. Und das natürlich nicht vergessen, an allen Fenstern und Türen, sowie auch im Chassisbereich, also ganz vorne natürlich den Ducato oder was auch immer es als Basisfahrzeug ist, natürlich auch nicht vergessen. Ein kleiner Tipp am Rande, da wir so ein kleines Problem mit dieser Tür hatten. Hier hatte an dieser Seite so ein bisschen, ich weiß nicht, so viel weg ungefähr, diese Halterung ist dann im Prinzip nach vorne gekommen. Und hier unter gibt es zwei kleine Madenschrauben. Und die eine Madenschraube, die hatte sich gelöst von dem und ist dann damit sozusagen rausgewandert, also der Griff hier. Damit man den wieder festkriegt, Madenschraube ein bisschen lösen, wieder reindrücken und dann im Prinzip die Madenschraube einfach wieder von unten festziehen. Ein weiteres Problem, was wir noch am Pepper hier haben, ist die lockere Halterung. Die müssen wir auf jeden Fall wieder festmachen, weil wir die Tür nicht immer so richtig gut zukriegen. Die ist leider so ein bisschen, also wenn man einfach nur so das zumacht, gut. Vorführeffekt, jetzt geht es natürlich logischerweise, aber meistens ist es so, dass sie einfach nur so aufbleibt und man muss ziemlich dolle immer die zuknallen. Und je mehr man das macht, umso lockerer wird natürlich dieser Fanghaken dann hier sozusagen. Das wird auf jeden Fall nochmal ein Projekt werden und da gucken wir uns das dann nochmal an, wie das funktioniert. Hat sich halt gelöst mit der Zeit. Da haben wir uns dann doch noch entschlossen, das mit der Tür nochmal anzugehen. Ich blende euch jetzt da mal ein paar Fotos ein. Wir haben einmal unten den Rahmen gelöst. Dort sind Schrauben. Das kann man auf dem Bild ganz gut sehen. Die muss man nämlich erstmal abnehmen. Auf dem nächsten Bild sehen wir ganz gut, dass der Rahmen dann im Prinzip von unten nach außen weggezogen wird. Achtung, ist unten ein bisschen verklebt. Also man muss ein bisschen ziehen. Gegebenenfalls braucht man ein kleines Cuttermesser. Und an der Seite, auf der linken Seite sozusagen, also da, wo der Schnapper auch ist, da, beziehungsweise Schnapper ist es nicht, sondern der Fang, dieses ja, Fangding, ich weiß nicht, wie es fachlich heißt, ist auch egal, ihr wisst schon, was ich meine, da sind noch so Klipse. Nicht wundern, es kann schon sein, dass der ein oder andere ein bisschen kaputt geht, ist bei uns auch vorgekommen, man kann sie aber doch noch ganz gut wiederverwenden. Ansonsten denke ich, im Fachhandel sollte es solche Dinge auch neu geben. Ja, und dann kamen wir schon auch an dieses Schloss ran, an diesen Fanghaken und wir haben das dann einfach wieder festgeschraubt und haben die Tür auch gleichzeitig eingestellt. Denn das Einstellen macht man mit der Schraube, die vorne vor ist. Das ist eine, zum größten Teil sind das alles, nee, nicht zum größten Teil, sondern doch, das sind eigentlich alles Torx-Schrauben. Also das heißt, man müsste dann auch einen Torx-Schraubendreher da haben. Zusammenbau ist ganz einfach, wieder in gegengesetzter Reihenfolge, wird alles wieder eingeklickt und unten dann die Schrauben wieder verschraubt. Und jetzt lässt sich die Tür natürlich auch wieder wunderbar schließen. Also die läuft jetzt wieder richtig einfach. Ja, damit bleibt mir nichts anderes zu sagen. Wir gehen jetzt wieder zurück zur Reinigung, zum eigentlichen Thema. Für alle diejenigen, die ein Sogsystem haben, denkt da dran. Hier steht lange Lebensdauer von einem Jahr drauf. Aber nach einem Jahr muss das Ding auch mal gewechselt werden. Wir haben ihn da verbaut. Das heißt, wir bauen das Ganze jetzt dort aus und den neuen stecken wir einfach drauf. Das sollte eigentlich Plug and Play sein. Ist hier noch so ein Aufkleber drauf, das heißt, ich ziehe das mal ein bisschen auf. Tja, und dann heißt das erstmal auspacken. Beziehungsweise kann ich erstmal den alten abbauen und dann kommt der neue da drauf gesteckt. Also beim Rausnehmen, wenn man den Filter komplett rausnimmt und dann den drauf dreht, ist es doch einfacher. Den Motor. Den Motor, genau. Jetzt packen wir das Ganze hier in die Hülle rein und dann kommt das entsorgt. Und dann ist die Sache erledigt. Ja, was wir noch machen, ist ein schönes Schildchen kleben. Finde ich ganz nett. Muss ich nochmal gucken, wo wir es ranpacken. Vielleicht da oder da auf der Seite. Das werden wir dann nochmal sehen. Kann man dann halt auf jeden Fall draufschreiben, wann man das Ding getauscht hat. Es ist soweit, es ist soweit. Die Stunde ist um. Wir wollen jetzt alles durchspülen. Also das heißt, wir fangen jetzt wieder mit Warmwasser an. Und lassen wieder nochmal ein bisschen durchlaufen. Wir haben den gesamten Wassertank ja voll gemacht. Das heißt, auch dieses gesamte Wasser kann ruhig überall nochmal durchlaufen und ja, dann zwischendurch auch mal ordentlich auf kalt drehen, das immer wieder und natürlich an allen Ecken und Kanten. Auch die Gebissreiniger, die sind ja jetzt, haben sich ja aufgelöst, sind sozusagen teilweise im Siphon noch drin gewesen und das wird natürlich damit auch gleich mal durchgespült. So, ich gehe zum nächsten Wasser ran. Auch die Brause solltet ihr natürlich nicht vergessen.
denn auch die, da kommt natürlich auch noch immer noch Wasser durch. Sag nicht sowas. Wasser durch die Dusche. Ui. Und die Toilette. So, wir sind jetzt... Oh, ich muss die Kamera gerade halten. Wir haben gerade eine schöne Tour gemacht mit dem Teddy, weil wir haben nochmal Wasser nachgefüllt und entsprechend muss das jetzt alles noch durchschwappen. Und danke an Deutschland für die super tollen Straßen, die ihr hier natürlich baut. Dadurch braucht man nur einmal normal fahren und schon wabbel, 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 wabbel passiert das schon. Ja, jetzt wird das Auto auch nochmal richtig gewaschen von außen. Ja, das gehört ja auch dazu. Ja, und dann müssen wir noch einiges machen. Ich glaube, ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, dieses Silber-Ionen-Sieb muss noch eingesetzt werden. Aber das alles, nachdem das Auto sauber ist. Sehr hilfreich ist natürlich so eine Leiter, wie man gerade sieht. So, zu guter Letzt, wir blenden euch noch mal kurz ein Bild ein, wie der Wassertank jetzt aussieht. Also der ist sowas von super rein. Die Dinger sind, das ist ein Silber-Ionen-Sieb, das ist jetzt, oder ein Silbernetz, so heißt es, ist ein bisschen anders. Da sind jetzt Kugeln einfach nur noch drin, also nicht wie das vorherige. Wir legen es also dementsprechend einfach nur rein, weil es nirgendwo kannst du es befestigen an einem Bindfaden oder sowas. Passt halt nirgendwo durch. Man sollte es vorher einmal mit lauwarmem Wasser durchspülen, stand in der Einleitung, also das ruhig mal beachten. Und dann ja, heißt das einfach nur durch die Revisionsöffnung da rein. Ich lege es jetzt rein. Ich gucke mal, ob ich ein Foto einblenden kann, ob ich ein Foto machen kann. Dann blenden wir das nochmal ein. So, wir sind sehr gut durchgekommen, was das Reinigen angeht. Ein bisschen ist noch zu tun, das wird euch Stefan gleich nochmal sagen. Aber falls ihr euch erinnert, waren wir ja, oder am Anfang haben wir ja gesagt, dass dieser Pepper, also sprich Teddy, muss noch zu einer Inspektion. Und ich lese jetzt trotzdem ab. Es nennt sich Dichtheitsinspektion, die sogenannte Dichtigkeitsprüfung, glaube ich, nennt sich das. Hat er mit Bravour bestanden. Das heißt, Teddy ist ganz dicht und Gott sei Dank nicht ganz dicht. Das wäre nämlich schlecht. Und wir wollen euch mal was sagen, was es so gekostet hat. Also die Dichtigkeitsinspektion selber 83,95. Dann gab es irgendwie einen Unterbodenschutz 29,51 und eine Dichtigkeitsmarke Knaus, was auch immer, 4,19 €. Also insgesamt wurde die Dichtigkeitsprüfung durchgeführt für einen Preis von 140 €, war ja im Internet ein bisschen so zu lesen, dass es so bis zu 120 € kosten kann. Jetzt hat es 140 € gekostet, geht aber auch höher, haben auch schon gelesen. Naja, Pepper ist dicht, das ist gut. Und jetzt darf Stefan noch mal draußen am Tank irgendetwas machen. Stimmt gar nicht, nicht draußen am Tank. Das wird er jetzt machen. Er wird hier schön mal diese ganzen Oberflächen sauber machen. Wie das geht, das sagt er euch jetzt. Was zu einem anständigen Frühjahrsputz natürlich noch dazu kommt und dazu gehört, sind einmal die Oberflächen. Wir machen das mit Orangenreiniger, das ist relativ natürlich. Und von innen alles sauber, von außen natürlich noch alles sauber. Gewaschen wird das Fahrzeug und dann konserviert. Ja, im Endeffekt ist es einfach nur, man muss sich hier nur ein bisschen was in Lappen reinsprühen. Und dann geht man einfach rüber und gut ist die Kiste. Auch natürlich die
ganzen Sachen von innen und so weiter. Die Schränke ist natürlich auch wichtig. Ich mache jetzt hier weiter mit der Reinigung und ansonsten sehen wir uns bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Tschüss!